Guten Abend, Frankfurt. Guten Abend, mein Name ist Christian Schulte. Ich bin der evangelische Stadtjugendpfarrer hier für Frankfurt und ich freue mich, dass ihr heute Abend da seid. Schön mit euch zu feiern und so ein paar Minuten brauche ich, also nehmt ruhig Platz. Relaxed, setzt euch, macht's euch gemütlich. Schaut einfach mal nach rechts und nach links, sagt Hallo zu dem, den ihr vielleicht nicht kennt. Und wenn ihr dann vielleicht nach rechts oder links rutscht, dann wisst ihr, an wen ihr da gerade rangerutscht seid. Ich habe zur Vorbereitung auf heute einige YouTube-Videos gesehen. Alle Inhalte Super Mario. Ihr habt es eben gesehen, ja? Danach war ich kurz davor, mir Super Mario runterzuladen und mal wieder eine ganze Nacht durchzuzocken. Habe ich lang nicht mehr gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Wer von euch spielt regelmäßig, so auf dem Computer, auf dem Handy, mal Hände hoch? Echt ehrlich? Los, komm. Was, so wenig? Wirklich? Echt? Kann ich gar nicht glauben. Also, keine Sorge, Leute. Also, die sich jetzt geoutet haben, um Spielsucht geht es heute Abend nicht. Keine Sorge. Wobei, liebes Space Team, das fände ich auch mal spannend. Aber ich gehe mal gedanklich zurück zu dem, was ihr eben gesehen habt, zu dem Anspiel. Kennt ihr auch Freunde von euch, die denen alles zufliegt, die scheinbar so die absoluten Überflieger sind? Die haben die Ruhe weg und denen scheint die Sonne aus dem, naja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Und dann ich. Ich kämpfe jeden Tag. Anerkennung, Respekt, beruflich, schulischen Erfolg, bloß irgendwie, ich kann mich abzappeln, wie ich will. Das gelingt scheinbar nicht. Kennt ihr das? Eigentlich habe ich alles zum Erfolg, was nötig ist. Alles hat mir Gott geschenkt. Aber traue ich mir selbst so wenig zu? Denn da gibt es die, die nur so vor Selbstbewusstsein strotzen. Einer saß hier gerade in der Mitte. Hier komme ich und wer bist du? Als Jugendlicher habe ich immer gestaunt über die mit den coolen Sprüchen. So schlagfertig wäre ich auch gerne gewesen. Aber mir sind irgendwie die passenden Sprüche nie eingefallen, eher so eine halbe Stunde später. Aber dann war das Gespräch auch irgendwie schon weiter und ich stand doof rum. Irgendwie wollte ich auch so sein. Keine Angst haben. Vor so vielen Menschen stehen und frei reden. Und damals wie heute hat mir eine Geschichte geholfen. Eine Geschichte aus der Bibel. Aus dem Buch der Liebe. Davon haben wir eben gehört. Und sie nimmt meine Wünsche in den Blick und wirft sie zurück auf mich. Diese Geschichte, von der ich euch jetzt gleich erzählen möchte, sie steht im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und die Geschichte ist relativ lang, deswegen möchte ich sie euch nicht vorlesen, sondern kurz erzählen, worum es eigentlich geht. Wenn ihr sie nachlesen wollt, findet ihr sie aufgeschrieben im ersten Buch Samuel. Für alle, die noch keine Bibel zu Hause haben, ihr kriegt nachher genügend Gelegenheit. Hier auf der Seite steht gleich ein Team für euch bereit, das auch eine Bibel für euch bereit habt, wenn ihr noch keine zu Hause habt oder die alte vielleicht gerade genutzt wird, um irgendein Regal abzustützen oder was auch immer. Ja? Dann nehmt sie, lasst sie euch schenken und lest nach, wovon ich euch jetzt erzähle. Die Geschichte beginnt mitten im Krieg zwischen zwei verfeindeten Volksgruppen. Auf der einen Seite stehen die Philister und auf der anderen Seite unter dem König Saul die Israeliten. Aus dem Heer der Philister, da tritt ein einzelner Mann vor.
Der Typ heißt Goliath. Schon mal gehört? Ein fieser Typ. 3 Meter groß, gerüstet mit einem Helm und schweren Schuppenpanzer, mit Beinschienen. Und dazu trägt er eine bronzene Lanze. Alles irre schwer und er wirkt, als wäre er aus einem anderen Film. Er ist derjenige, vor dem alle zittern. Und Goliath, er stellt sich den israelitischen Schlachtreihen gegenüber und dann brüllt er los. Was wollt ihr eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Und ja, ich fordere euch heute, Israeliten, heraus. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Tja, und da sind sie wieder, die Gewinner, die es in jeder Geschichte gibt, die scheinbar nur so vor Selbstbewusstsein strotzen. Die Geschichte ist voll davon. Die Reaktion der Israeliten, die ist mehr als erwartbar. Zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, Saul und seine Soldaten hatten richtig Schiss. Keiner traute sich, gegen diesen Goliath anzutreten. Und an dieser Stelle nimmt die biblische Geschichte einen kleinen Hirtenjungen in den Blick. 6 Wochen sind bereits vergangen und keiner hat sich getraut, gegen diesen Goliath anzutreten. Die Brüder des kleinen Hirtenjungen, David, so heißt er, sie dienen als Soldaten in Sauls Armee. Sie sind mit in den Kampf gegen die Philister gezogen. Und eines Tages kommt dieser kleine David zu Besuch. Und zufällig erlebt er die gleiche Show, die Goliath jeden Tag abzieht. Denn er ruft: Immer noch keiner hier, der gegen mich antreten will? Ich hab's gewusst, ihr seid so arm. David ist völlig entrüstet und sagt laut allen umstehenden Soldaten: Wir können doch nicht dulden, dass dieser Philister sich über unseren lebendigen Gott lustig macht. So kommt es, dass David zu Saul gerufen wird. Und er bittet seinen König, gegen Goliath kämpfen zu dürfen. Der hat natürlich 1000 Einwände gegen diesen Vorschlag. Ey David, du bist viel zu klein, du bist nicht ausgebildet, du bist zu schwach, zu unerfahren. Kennt ihr das? Doch David gibt nicht auf. Er erzählt dem König von einer lebensgefährlichen Bedrohung, in der er schon gestanden hat. Gegen Bären und Löwen habe ich gekämpft, die seine Tierherde bedroht haben, so erzählt David. Okay, denken jetzt vielleicht einige von euch, gecheckt. Jetzt kommt die Stelle, wo David sich so als richtiger Held aufspielt, so richtig Fame. Aber das macht er nicht. Er sagt nicht: Ey, ich bin der tollste Saul und du musst mich nehmen. Ich bin der coolste, der beste. Er vertraut auch nicht allein auf sein Können. Vielmehr sagt er: Der Herr, mein Gott, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesen Philistern retten. Und David kann Saul überzeugen. Und so kommt es zum Showdown.
David hat nicht mehr als einen Hirtenstock, seine Schleuder und ein paar Steine dabei. Als Goliath ihn sieht, hat er nur Spott für David übrig. Ach, jetzt schicken die schon Kinder. Doch David rief zurück: Du Goliath, trittst gegen mich an mit einem Schwert und deiner Lanze und einem Wurfspieß? Ich aber komme mit Hilfe des Herrn. Es ist der Herr, der Allmächtige, der Gott des israelitischen Heers. Ihn hast du eben verspottet. Heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Und ich werde dich besiegen. Der Kampf beginnt. Und ehe es richtig losgeht, ist es auch schon wieder zu Ende. David zückt nämlich seine Schleuder, einen Stein eingelegt und los geht's. Ein Wurf, ein Treffer. Er trifft Goliath am Kopf und der fällt um wie ein Stein und ist auf der Stelle tot. Jetzt kommt eine Stelle, Leute, die im Film vermutlich unter FSK 18 wäre. David überwältigt nämlich den Philister mit dieser einfachen Steinschleuder und was dann passiert, naja, ihr könnt es nachlesen. Fest steht, die gesamten Philister werden in die Flucht geschlagen. Bäm, alle besiegt. Und der kleine David ist der strahlende Sieger. Wie würde die Geschichte heute laufen? Was würde König Saul heute zu David sagen, wenn der fragen würde, ob er stellvertretend für alle kämpfen darf? Nee, David, ist nicht, würde er vielleicht sagen. Das schaffst du nie. Geh du mal lieber im Bällebad bei Ikea spielen. Dich brauchen wir hier nicht. Das hier ist was für richtige Kerle. Doch weit gefehlt. Saul vertraut auf seinen Gott. Wahnsinn. Und setzt darauf, dass Gott David helfen wird. Denn Gott ist mit David. Das hat Saul verstanden. David ist nicht allein. Er weiß Gott an seiner Seite. Er muss nicht aus sich heraus stark sein oder gar so tun. Er weiß, dass in den entscheidenden Momenten seines Lebens Gott an seiner Seite ist. Und da kommt es nicht auf seine Größe drauf an, auch nicht, was er besonders gut kann, sondern er kann allein darauf vertrauen, dass Gott an seiner Seite ist. Er weiß, seine Kraft und Geschicklichkeit, das allein habe ich Gott zu verdanken und sonst niemanden. Das ist sein fester Glaube. Was meint ihr nun? Wie weit kann dich dein Glaube tragen? Oder meinst du, das ist nur alles eine nette Geschichte und nachher gehe ich nach Hause und das war's? Ich vertraue nicht mal mir selber. Und dann soll ich auch noch jemanden vertrauen, den ich nicht mal sehe? Wie weit trägt dich Gott im Glauben? Wie weit trägt dein Glaube dich an Gott? Die Bibel erzählt in ganz vielen Geschichten davon, wo Menschen Gott vertraut haben. Warum tun sie das? Ganz einfach. Sie haben mit Gott Erfahrungen gemacht, gute Erfahrungen. Sie haben erlebt, dass Gott an ihrer Seite ist.
dass sie Stärkung durch ihn erfahren, dass sie Hilfe erfahren, dass Gott sie beschützt in allen Lebenslagen. Sie haben verstanden, dass die Wege Gottes andere sind, als wir Menschen sie manchmal uns wünschen. Sie haben verstanden, dass sie mit Gott unterwegs viel mehr erreichen können als allein. Alles schön und gut, mögen jetzt manche von euch denken. Ich lebe aber im Hier und Jetzt und ich habe noch keine Erfahrungen mit Gott gemacht. Weder positive noch negative. All jenen unter euch rufe ich jetzt zu. Öffnet eure Augen. Öffnet eure Augen. Öffnet eure Augen für die Wunder, die Gott jeden Tag in deinem Leben tut. Die Wunder Gottes, sie können so vielfältig sein. Das größte Wunder für mich, das sind meine drei Kinder. Drei Jungs habe ich. Mein jüngster Sohn mit seinen 6 Jahren stand, als ich meine Gedanken für heute auf Papier gebracht habe, plötzlich neben mir und er sagte Folgendes: Papa, du musst jetzt mit mir kickern. Ich bin total wichtig beschäftigt, wieso soll ich denn jetzt mit dir kickern? Wir haben unten bei uns im Keller einen Kicker. Sehr geil, sage ich euch. Aber ablenken wollte ich mich gerade nicht lassen. Und dann sagte er Folgendes weiter: Weißt du, wenn du weiter nachdenkst, Papa, ist dein Kopf so voller Wörter, dann kannst du gar nichts mehr schreiben. Du brauchst jetzt eine Pause. Los, lass uns kickern. Und heute? Mein Sohn hatte voll recht. Er hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Worum es im Glauben und im Erkennen der Wunder Gottes eigentlich geht. Der Glaube an Gott und an seinen Sohn Jesus Christus entsteht nicht hier oben, nicht da im Kopf, sondern hier, hier im Herzen. Da muss ich für Gott brennen lernen. Erst wenn ich ihn im Herzen habe, dann kann ich begreifen, wie groß und gütig Gott ist. Gott ist so allmächtig, dass es mir schwerfällt, ihn mit Worten zu beschreiben und greifbar zu machen. Aber im Herzen kann ich etwas davon fühlen, was Gottes Liebe ausmacht. In meinem Leben und auch in deinem Leben. Und deswegen rufe ich euch heute Abend zu, öffne nicht nur deine Augen, sondern auch dein Herz. Dein Herz und dein Leben für Gottes Liebe. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. So heißt es im ersten Buch Samuel. Und genau so wie Gott sollten wir es auch machen. Wir sollen mit dem Herzen sehen. So kann Vertrauen zu Gott wachsen, entstehen. Und das passiert nicht einfach so, bam, sondern es ist ein Prozess des Wachsens und des Entwickelns. Aber irgendwann muss man mal dazu einen ersten Schritt machen, muss sich entscheiden. Denn wenn ich mich entscheide, dann macht es etwas mit mir. Dann verändert es mich. Denn dieser Gott kann dir Kraft geben. Kraft geben für deinen Alltag. Kann dich stärken. Und kann dich auch stützen. Manche Dinge im Leben sind nämlich so wie dieser Goliath. Das mag für manche von euch die Mathearbeit sein. Für manche ist es der fiese Chef oder Chefin. Für andere wieder die Eltern. Gruß an meinen Sohn.
Und das scheint alles unbezwingbar zu sein. Die Ängste und Sorgen schieben sich wie ein großer Berg in dein Leben. Und sie können dich lähmen. All jenen unter euch sagt Jesus Christus Folgendes. Ich versichere euch, wenn ihr Vertrauen zu Gott habt und nicht verzweifelt, könnt ihr nicht nur tun, was ich getan habe. Ihr könnt dann sogar zu diesem Berg sagen, auf, stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. So steht es im Neuen Testament, im Matthäus-Evangelium, im 21. Kapitel. Glaube kann Berge versetzen. Oder eben Feinde besiegen. Was meinst du? Wie weit kann dein Glaube an Gott dich tragen? Tja, was ist aber, mag jetzt der ein oder andere von euch sagen, wenn ich Gott um etwas bitte und es passiert dann nicht? Habe ich dann Gott richtig vertraut oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Glaube ich da nicht richtig? Ich denke, es gibt Dinge in meinem Leben, die passieren. Und ich kann absolut gar nichts dafür tun. Trotzdem bricht alles um mich herum zusammen. Manchmal passieren auch Unglücke, Krankheiten oder ein lieber Mensch stirbt. Dafür kann ich absolut gar nichts. Wenn ich verliere, wenn ich Trost brauche, weiß ich aber, dass Gott da ist. Gott ist auch mein Leid nicht fremd. Er selbst hat in Jesus Christus gelitten. Ihm ist nichts Menschliches fremd. Er ist uns auch im Leiden nahe. Wie weit kann dich der Glaube an Gott tragen? Diese Frage kann nur jeder von euch selbst beantworten. Mich persönlich trägt sie in guten Zeiten. Sie ist mir Stütze, ist mir Hilfe. Sie verändert mich, stärkt mich in den Herausforderungen meines Lebens, auch diese zu meistern. Mich trägt er aber auch in den dunklen Stunden meines Lebens. Wenn ich traurig bin und ich weiter weiß. Ich kann Gott dann alles erzählen, auch mit ihm streiten. Er kann es vertragen und auch ihm mein Leid klagen. Er ist für mich mein bester Freund. Gott ist da. Das sagt er von sich selbst im zweiten Buch Mose. Wer bist du? Fragt nämlich Mose. Und er sagt, ich bin da. Das ist mein Name. Ich bin da. Gott ist da, als David mit Goliath kämpft. Und Gott ist auch heute Abend hier, mitten unter uns. Gott, er ist mitten unter uns und er will dich stärken. Er will dich stützen. Er will dich in deinem Leben begleiten. Da, wo du dich klein fühlst, dich groß machen. Das zu erleben und zu spüren, dazu lade ich euch jetzt gleich ein. Ich lade euch ein, hier an der Seite stehen ganz liebe Menschen. Die freuen sich drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich zu ihnen kommen. Ich werde mich gleich auch da unten hinstellen. Um etwas zu erfahren, was tief in unserem Herzen liegt. Gottes Liebe. Euch davon stärken zu lassen. Einen Anfang zu setzen in eurem Leben.
dass die Liebe Gottes weiterträgt, als wir je annehmen können, die wir je begreifen können. Wir können sie nur in unserem Herzen spüren. Das miteinander ins Gespräch zu bringen, im Gebet vor Gott zu bringen, dafür könnt ihr euch jetzt gleich zu diesen Männern und Frauen, die dort an der Seite stehen, wenden. Ihr könnt mit ihnen teilen, was euch gerade bewegt. Und ihr könnt euch von ihnen segnen lassen. Ihr könnt erfahren, dass Gott da ist. Ihr könnt es fühlen. Ihr könnt spüren, dass Gottes Liebe euch tragen kann. Denn Gott hat gesagt, ich bin da. Ich bin da für dich, für dich, für dich, für jeden von uns. Dazu lade ich euch nun ein. Die Hände zum Segen gleich zu spüren, sich aufnehmen zu lassen von Gottes Liebe. Amen.